Hi Leute, willkommen zum nächsten Teil hier auf Weib aus Meerwasser in der Produktvorstellung von Aquabikowe. Und heute ist der Scheibenreinigungsmagnet dran, den ich euch schon gezeigt hatte, den ihr schon in dem vorherigen Teil gesehen habt. Wenn euch das interessiert, bleibt dran, bis gleich nach dem kurzen Intro. So Leute, kommen wir zu den Scheibenreinigungsmagneten. In meinen Augen sind das immer so die, ja, ich sag mal, Stiefkinder der Aquaristik. Jeder braucht einen, jeder will seine Scheiben in irgendeiner Form sauber kriegen, aber nicht immer leisten die Dinger das, was sie sollen. Es gibt viele Varianten, viele Hersteller und ich habe hier jetzt einen von der Firma Aquabikowe. Es ist ein sehr hochwertiger und gut konstruierter Scheibenmagnet. Das ist einer mit Klinge hier. Ich packe den mal aus. Und wir haben als erstes hier oben Ersatzpads. Und dann haben wir hier diesen Scheibenreinigungsmagneten aus Holz. Das ist schon mal sehr, sehr edel. Äußerst genial. Hier oben sitzt ein eingegossener Magnet drin, der kann also nicht rosten. Also wenn man das Pad hier abzieht, ist da dementsprechend eine entsprechende Gussfläche drunter. Schön schwer. Und es sind auch extrem starke Magneten. Ich lege den jetzt mal hier so außerhalb hin. Dann kommen wir zum zweiten Teil. Hier haben wir einen kleinen Warnhinweis. Ist für die Leute, ich muss dazu sagen, es gibt zwei Varianten dieses Magneten. Es gibt einmal die Variante mit Messer. Und einmal die Variante ohne Messer. Ich habe jetzt hier, also mit Klinge. Ich habe jetzt hier die Variante mit Klinge. Man kann aber auch, wenn man das möchte, diesen Magneten von der Klinge befreien. Ja, hier unten sind Schrauben. Dann kann man die abmachen. Dann muss man aber die Pads tauschen, um das Ganze für Acrylbecken einsetzen zu können. Diese Pads kann man bei der Firma selber nachordern. Wie gesagt, die Magneten, die keine Klinge dran haben, die sind auch etwas günstiger, die haben, glaube ich, diese entsprechenden Pads schon dabei. Hier macht ja keinen Sinn, hier noch entsprechende Pads beizupacken, weil die Klinge, da darf man definitiv nicht mit über Acryl gehen, ansonsten hobelt ihr euch das Acryl darunter. Gut, dieser Magnet hier, jetzt muss ich mal eben kurz die Maße ablesen, die habe ich nämlich nicht im Kopf, dafür bin ich nämlich... Wo habe ich sie denn? Da unten. 85 an 42 an 24. Der ist ausgelegt für Glasstärken von 8 bis 15 mm. 15 waren es, genau. Ich habe mir den kleinen kommen lassen, weil ich gedacht, ich habe nicht im Vorfeld ins Netz reingeschaut und die Glasstärken mir angeguckt. Hier sind extrem starke Neodym-Magneten drin. Und mein Aquarium da drüben hat, glaube ich, gerade mal 5 mm oder 6 mm Glasstärke. Muss ich nochmal messen, blende ich euch mit oben ein. Diese Magneten hier sind so stark, mal gucken, zack, da muss man echt aufpassen. Das ist Wahnsinn. Die sind, also das ist schon echt heftig, was die auf der Kette haben. Nur mal so, der Tisch hier ist ungefähr so dick. Nicht Massivholz, aber ne? Ich leg den mal drauf, pack den mal unten drunter und ihr seht, ich könnte selbst hier mit über den Tisch, könnte ich das dementsprechend drehen und in die verschiedenen Richtungen. Also der hat schon entsprechend richtig viel Power. So, je dünner das Glas ist, das blende ich euch jetzt gleich auch nochmal als Video ein, und zwar an dem Becken da hinten. Je dünner das Glas ist, desto schwieriger wird es, diesen Magneten zu bewegen. Der ist zwar schön süß und schön klein, aber hat so viel Kraft, weil er auch für größere und stärkere Glasstärken ausgelegt ist. Drüben an meinem großen... So, jetzt mal um zu zeigen, wie stark der ist. Ihr müsst mal kurz hinhören. Ja,
Also ich habe hier jetzt echt, es geht. Aber wenn ich jetzt weiter nach oben komme, ist natürlich, es ist machbar. Also er ist einsetzbar hier. Er macht sein Ding, aber man muss auch schon einiges an Kraft einsetzen. Drüben auf dem anderen Becken geht das Ganze ein kleines bisschen einfacher. So, jetzt haben wir den hier mal am großen Becken und ich kann den hier, also wenn ich einen Scheibenbogenmagneten einsetze, immer hingehen, die Rückseite festhalten und an der Vorderseite langsam ran. Und hier geht es auch sehr einfach, weil ich hier eine sehr starke, also eine sehr hohe Glasstärke habe. So, und hier kann ich dann jetzt auch sehen, ich habe jetzt hier, mal wie sauber der da unten dran vorbeigeht. Und alles gut. Funktioniert wunderbar. Also je dicker das Glas ist, desto einfacher geht es dann im Endeffekt. Und ja, ich kann mich nicht genug beschweren. Drüben an meinem großen Becken ist das kein Problem. Da geht ja wunderbar. Ach ja, was natürlich auch noch recht wichtig ist, was ich vergessen habe zu sagen, schmeiß weg, Entschuldigung, ist, das ist ein Schwimmer, ein Floaty. Das heißt, so, nochmal eben, um zu schauen, zu zeigen, der Floaty. Ohne Probleme kommt man wieder dran. Geht also. Das heißt, wenn er mal abgehen sollte, geht er auf jeden Fall, fällt er nicht nach unten, sondern schwimmt schön nach oben. Blende ich euch auch noch mal kurz ein. Der Klingenaufsatz hier ist aus einem sehr hochwertigen Edelstahl, ich glaube 316er Edelstahl. Die, ich sage mal, die Leute, die aus dem Fach kommen, also sprich aus der Stahlbranche, wissen, was das heißt. Also das ist, ich gehe davon aus, dass da niemals Rost dran kommt. Also kann ich mir nicht vorstellen. Habe ich so noch nicht. Also je höherwertiger das Edelstahl ist, desto weniger ist die Chance, dass das anfängt zu rosten. Gut, alles in allem, wie gesagt, es ist ein sehr, sehr starker Magnet. Und ich habe ihn auch drüben im Einsatz gehabt, am Projektbecken. Er macht sein Ding, definitiv. Und hier an dem Becken habe ich ihn auch im Einsatz gehabt. Der kommt schön alle in alle Ecken rein und mit der Klinge vorne dran. Also wunderbar. Blende ich euch auch noch mal kurz ein. Und ja, alles in allem, er kostet, glaube ich, habe ich gesehen, der mit Klinge kostet 90 Euro. Ist natürlich auch, wie gesagt, also, wenn man sich das hier anguckt, das ist schönes Echtholz lackiert, was auch definitiv nicht das vom Seewasser angegriffen wird. Der Magnet da drin ist vergossen. Also das ist schon ein richtig hochwertiges Material. Das ist schon geil. Ja, was gibt es noch drüber zu sagen? Ich glaube, eigentlich nichts. Er macht sein Ding, so das, was er machen soll. Man bekommt auch dementsprechend schon Ersatzmaterial dazu, damit man nicht da hinterherlaufen muss, wenn man das mal austauschen will. Weil wir selber wissen, dass hier diese Flächen innen, diese Reinigungsflächen, sondern nach einer gewissen Zeit sich mit allen möglichen Sachen zusetzen und sich auch wieder relativ schlecht reinigen lassen. Also das habe ich zumindest bei einigen Magneten schon gehabt. Wird hier mit dieser Struktur wahrscheinlich nicht anders sein. Und ja, alles in allem, wie gesagt, ich habe ihn im Einsatz gehabt. Ich bin zufrieden, ich bin sehr zufrieden. Ihr wisst, dass ich auch noch einen Magneten von einer anderen Firma im Einsatz habe. Und der steht dem in gar keiner Weise irgendwas nach. Gut, ja, ich denke, ich habe alles dazu gesagt. Magnet ist eben Magnet. Er tut das, was er soll. Und ich würde mal sagen, wir machen Schluss für heute. Wenn euch das hier gefallen haben sollte, lasst mir doch bitte den Daumen da. Solltet ihr diesen Kanal noch nicht abonniert haben, abonniert ihn doch bitte und macht die Glocke an. Dann habt ihr auch dementsprechend die Info darüber, wenn ich da mal wieder einen raushaue. In diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Tag, Abend oder Nacht oder wann auch immer ihr dieses Video schaut. Bleibt mir treu. Bis zum nächsten Mal. Euer Rainer. Ciao.